80 Spieler, 4 Nationen und nur 2 Regeln. Und damit herzlich willkommen zu Minecraft Dynasty. In Dynasty sind alle Spieler auf 4 Nationen aufgeteilt. Es gibt das Eisvolk, zu dem ich angehöre, es gibt die Wüste, es gibt die Berge und es gibt den Dschungel. In der heutigen Folge ist jede Nation damit beschäftigt, sich aufzubauen und zu rüsten für die Zukunft. Die 2 Regeln, von denen ich sprach, sind ganz einfach. Sei kein Arsch und töte nicht grundlos. Das Eisbiom war so ziemlich das schwerste Biom, das man am Anfang kriegen kann. Aber wir haben uns tapfer geschlagen. Als erstes sind wir natürlich losgezogen und haben Holz eingesammelt. Denn ohne Holz funktioniert bekanntlich gar nichts. Gott sei Dank hatten wir ein paar große Fichten, die wir gut abbauen konnten. Die Nahrungssuche war danach etwas schwieriger. Als Nahrung konnten wir eigentlich nur Kelp, also Seetang und Fisch finden. Fisch war auch nicht ganz so einfach zu bekommen, weil unter dem Eis haben wir nicht wirklich viel gefunden. Aber die Stine war so mutig und hat einen Eisbären bezwungen. Und Eisbären droppen Fisch. Irgendwann haben wir auch festgestellt, wir sind deutlich schneller im Eisbiom unterwegs, wenn wir einfach Boote bauen und damit über die Eisflächen cruisen. Das hat richtig Spaß gemacht. Hat jeder? Nils, steig ein. Ja. So, ja, okay. Let's go! Voll rein. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht bei fremden Männern ins Boot steigen. Aber deine... Oh, Hasen. Hasen. Nachdem wir die ersten Nahrungsvorräte herangeschafft hatten, haben wir uns durch den nächstbesten Berg durchgewühlt und dabei entsprechend wichtige Rohstoffe gefunden, Kohle oder Eisen, und konnten daraus dann auch unsere ersten Rüstungsteile bauen. Und wir alle wissen, in einem Hardcore-Projekt ist Rüstung enorm wichtig. Als ich das Buddeln im Berg über hatte, bin ich wieder an die Oberfläche, hab dort Lars getroffen und wir sind dann gemeinsam Richtung Bergspitze aufgebrochen. Und wir haben immer wieder versucht, alle zu motivieren, dort gemeinsam sich zu treffen, damit wir nun endlich einen König oder eine Königin wählen können. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir treffen uns mal oben am Berg und dann können wir dort schon mal... Ganz oben. Ganz oben. Ja. Macht eure Schaufeln bereit, falls ihr irgendwo in Schnee einsinkt. Ja. Ich habe keine Schaufel. Gehen wir jetzt auf den Berg oder zum See? Nee, wir gehen jetzt auf den Berg, habe ich gerade beschlossen. Das ist irgendwie cooler. Und dann runterspringen. Lass es eh schon um. Aber ich als Königin sage, wir sollten uns am See sammeln, weil da mehr Platz ist. Und oben ist Puderschnee. Und dann würden wir eventuell... Aber wichtige Entscheidungen sollten wir immer am Berg treffen. Das ist irgendwie, das ist doch viel, viel beeindruckender. Ich gehe jetzt zum großen See. Okay. Während wir oben auf den Rest warteten, haben wir schon ein bisschen die Base vorbereitet, den Berg glatt gemacht, dass man dort oben gefahrenlos stehen konnte, ohne ständig im Eis einzusinken. Haben nebenbei auch den ein oder anderen Schmarrn getrieben. Aber alles in allem haben natürlich alle überlebt. Nein, wichtige Dinge müssen am Berg beschlossen werden, Fabo. Ja, okay, ich bleib hier stehen. Aber wichtige Dinge müssen oben. Fabo, ich hätte ein Jobangebot für dich. Möchtest du Polizist sein? Ja, dann noch ein Trauma davon. Ah, ist gemutet. Ja, der kommt gleich. Gleich wird ihm kalt. Ja. Oh, nein, mach das doch nicht. Digga, der kann daran verrecken. Ich hab dich gerettet, Was, wie legendär wäre das denn gewesen, wenn das Fabus... Dann hätten wir wenigstens ein sprechendes Opfer gebracht, um die Götter wieder friedlich zu stimmen. Nein. Der wollte dich opfern, Fabo. Der Kroko wollte dich opfern. Na, lass dir doch keinen Schmarrn erzählen. Ja, ist das nicht. Alle Geist von Eisnation gesehen gehabt, deswegen... War die Prinzessin, die es gemacht hat. Nein? Nee, ja, hab ich auch gesehen. Und dann kam es zur Wahl und das war nicht immer ganz einfach und übersichtlich. Bin mit deinem Weg. Ja, jetzt komme ich mit meinen Argumenten. Hallo, ich bin die Elsa. Also meine Tochter würde dich wählen. Die ist aber nicht hier. Die ist ja nicht hier. Also wenn wir Basti Königin nehmen, dann haben wir halt das Problem, dass wir... Warum suchen wir eigentlich nur eine Königin? Wir können auch einen König nehmen. Wir können ja auch was total Geheimes machen. Ich bin der präsentierende König oder die Königin, sorry. Der Repräsentant. Aber in der Hinterhand gibt es noch jemanden, wovon die anderen nichts wissen. Du willst sagen, du bist die Puppe. Ja, so nennbar, die Marionette. Das hört sich ziemlich cool an. Ich tu uns wenn Basti nämlich ausgeschaltet wird, dann haben wir immer noch eine Regierung. Genau. Ja, ja. Also die Taktik wäre, ich lasse uns nach außen hin inkompetent erscheinen, aber in Wirklichkeit sind wir top organisiert. Ja. Okay, ja, finde ich auch lustig. Es wird aber ja nur eine Krone vergeben, ne? Ja, aber das ist ja gut, das ist ja egal. Nach außen hin der König. Ja, das ist ja wurscht. Das ist ja der Trick, nachdem wir nach außen hin, wir erscheinen nach außen hin, dann... Ich finde es gut. Also, wäre Elsa unsere offizielle Königin und wer wäre es dann wirklich also die inoffizielle Königin und wer wäre dann jetzt der offizielle König oder Königin? Wer möchte also der inoffizielle König sein? Ich würde mich gerne bereit erklären, König zu werden. Wie wäre es mit Kroko?
Ja, Kroko hat irgendwas erzählt, er möchte Botschafter sein, aber willst du dann der ihn. Weil, wenn du der Botschafter wärst, dann hättest du auch so einen Überblick über die anderen Nationen, aber du bist dann der geheime König. So, ne? Spion. Also ich Spion. Also ich würde mein Ziel wäre, also ich kann euch ja mal sagen, was mein Ziel wäre. Oh Gott. Mein Ziel wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, diplomatisch mit den anderen umzugehen. Also dass die sich gerne alle bekämpfen, aber dass wir so ein bisschen außen vor sind. Und nebenbei bauen wir uns natürlich auch auf, dass wir entsprechend hier auch gut dastehen würden. Ja, wir bräuchten nochmal König hat gesprochen. Also ich bin der Meinung, wir machen Basti auf alle Fälle zu unserer repräsentativen Königin und kommunizieren nach außen, dass Basti König ist. Königin ist. Ja. Königin. Okay. Basti hat die Krone. Ich hab die Krone auf. Oh, Basti. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Stell dich mal irgendwo oben hin. Stell dich mal weiter oben hin. Also die Mystery-Krone ist schöner, Kroko. Ich wollte gerade sagen, den müssen wir mal unsere Krone zeigen, ey. Der hat einfach nur eine goldene Haube auf. Ich würde es jetzt so machen, weil der Kroko wollte ja Botschafter werden, ne? Und ich wollte quasi ein wandernder Magier werden, der mit ihm rumzieht. Und wegen mir höre ich mir das gerne als geheimer König alles an. Aber nur, wenn ihr Bock habt. So, dann wissen wir immer, was die anderen sagen. Ja. Larissimus Elpeus, der wievielte? Ich hab den Überblick verloren. Ja, es wäre halt ganz cool, wenn einer von uns beiden halt wirklich dann der König wäre. Aber es kann auch passieren, dass ich einfach umgehauen werde, weil, was bist denn du für ein Flaschenmagier? Puff. So, ne? Also, ach, nö. Achtung, Attacke, große Attacke. Angriff! 14 Phantome. Also. Basti Zock, der unser offizieller König ist. Und Lars hat sich gemeldet für inoffizieller König, der die Fäden zieht. Ja, als Minister im Hintergrund, ja. Wer was dagegen hat, soll jetzt was sagen, ansonsten... Oder für immer schweigen. Sind wir ewig noch hier. Ja, wir müssen uns dann vor allem mal kurz... Wir müssen uns da mal... Nein, die inoffizielle König ist schon fix. Dann nennen wir jetzt Lars zum Offiziellen, aber dann müssen wir uns jetzt auch mal kurz organisieren, dass jeder auch irgendwo das tut, was sinnvoll ist, dass wir so ein bisschen einen Plan haben für die nächste Zeit. Ein bisschen die Aufgaben verteilen und dann los geht's. Ja. Ja gut, dann, also erste Amtshandlung, Kroko ist Organisator, so, bitteschön Kroko. Okay, dann klären wir das jetzt, dann haben wir das jetzt geklärt, okay, dann bin ich jetzt Botschafter und offiziell die, welche Hand nutzt du weniger oft, die würde ich dann gern sein. Linke oder rechte, Lars? Ja gut, und das ist unser Ergebnis. Falls ihr es nicht ganz begriffen habt, ist es ganz einfach. Basti ist unsere repräsentative Königin nach außen. Lars ist unser König, der das Sagen hat. Und ich bin derjenige, der alles organisiert. So ungefähr. Als Organisator habe ich dann drei Säulen aufgestellt mit verschiedenen Aufgaben. Dort konnte sich jeder eintragen und schon hatte man einen Überblick und jeder wusste, was er zu tun hatte. Eine Regel würde ich tatsächlich ganz offiziell machen, dass Eis der Eisnation gehört und nur nach Absprache mit uns geholt werden darf. Das ist einfach die Regel. Und wenn irgendwelche große Eiswege haben, dann wissen wir höchstwahrscheinlich, dass sie das Eis von uns haben. Ja. Also das würde ich als einzige Regel machen, dass Eis quasi das ist, was unser Hauptrohstoff ist, sozusagen. Eis und Powder Snow oder so. Und alles andere ist mir eigentlich Wayne. Ja. Aber Kroko, ja, wir können doch ohnehin... Fleisch oder sowas, das hat die Wüste zwar auch, aber können wir auch machen. Wir können doch ohnehin quasi, ne, weil du Botschafter und so, können wir ja einmal durch die Nation streifen und das überall mitteilen. Ja, ich würde dann aber für nächstes Mal vielleicht sogar zwei, drei Botschafter, oder weil wenn nur ich das mache, ist vielleicht auch schwierig, oder? Ist gefährlich vor allem, weil dann könnte ich einfach in der Abgänge. Ja, wir können ja eine kleine Delegation dann machen. Ja, dann machen wir, das können wir ja auch gleich machen. Aber lass uns erst diese Aufgaben verteilen, weil dann bauen schon mal die Leute los und dann kann ich mich dann mit dem König zur Ruhe setzen und hier quasi den Plan zurechtlegen und dann diskutieren wir nochmal drüber. Und dann habe ich mich mit Lars daran gemacht, den Weg nach unten zu bauen, denn wir wollten schließlich, dass auch unsere Gäste in Zukunft einfach zu uns hinaufkommen können. Während wir noch am Planen waren, was wir mit den anderen Nationen handeln konnten, passierte etwas Schlimmes. Wir schon mal so ein paar Sachen bekommen, die sind in der Dschungel vielleicht... Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Wirklich? Oh mein Gott! Oh no! Und geht als Erster? Oh no! Ja, der war halt auch nur so ein bisschen wichtig für unsere Verteidigung. Ich sag, er ist mit Water MLG rumgehüpft und hat's halt. Ich sage, es war ein Bug. Es war definitiv. Nein, ich glaube, jemand war das mit Schneeball, glaube ich, hat jetzt Lars geschrieben. Lol. Der ist direkt hier gestorben, glaube ich. Ja, aber nein! Was?
Nach diesem Ereignis ist klar, die Eisnation wird etwas PvP-geschwächt in die nächste Folge starten. Die nächste Folge streame ich live am Dienstag ab 18 Uhr, also seid mit dabei, es wird spannend. Denn ich werde als Botschafter in die anderen Nationen reisen, Verträge aushandeln, Handelspartnerschaften ausbauen und hoffentlich keinen Krieg anzetteln. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Dynasty in Zukunft weiterverfolgen wollt, freue ich mich über einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, was ihr euch in Zukunft von dem Projekt erhofft. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!